für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Schade, Frau Fahimi, Sie haben mich direkt angesprochen, mir nicht Gelegenheit gegeben zu antworten. Folgendes deshalb jetzt im Nachgang. Erstens Ihre Aussage, dass die AfD eine Komplettabschaffung des BAföGs beantragt hätte, ist falsch. Das weise ich zurück. Das kann ja jeder auch gerne überprüfen. Zum Glück sind die Dokumente alle online abrufbar. Wichtiger ist aber der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben. Sie insinuieren, dass wir irgendwie etwas dagegen hätten, dass Arbeiterkinder studieren. Das Gegenteil ist der Fall. Ihre Aussage wäre allein dann richtig, wenn Sie davon ausgehen würden, dass Arbeiterkinder nicht in der Lage wären, die entsprechende Leistung zu erbringen. Wir sind eine klar leistungsorientierte Partei. Und hier sitzen mehrere hier bei uns, neben uns, vielleicht auch bei Ihnen, die nicht aus Akademiker-Elternhäusern stammen und die es trotzdem geschafft haben. Was Sie hier unterstellen, ist hanebüchender Unsinn. Ist hanebüchender Unsinn, und das weisen wir scharf zurück. Jeder kann es bei uns schaffen, der sich entsprechend anstrengt, egal aus welchem Elternhaus er kommt. Und es geht sogar noch weiter. Die von Ihnen propagierten Gesamt- und Ganztagsschulen, die erschweren es eher den Schülern aus bildungsfernen Haushalten, als dass sie ihnen helfen würden. Vielen Dank. Danke, Herr Fröming oder Dr. Fröming. Wenn Sie mögen, Frau Fahimi, können Sie antworten. Also Ihre Antwort legt